Aufnahme-Button klicken. Sehr gut. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr. Wir sind jetzt schon bei Sitzung 7, heute zum Thema Lieferkettengesetz und Unternehmensverantwortung. Ich habe mich besonders heute auf die Sitzung gefreut. Es hat mehrere Gründe. Zum einen hatte ich das Gefühl, dass das Thema Unternehmensverantwortung ja vielleicht so ein bisschen der Elefant im Raum war bisher bei vielen Sitzungen, also vor allem in denen zu Menschenrechten und Umweltfolgen. Das ist ja immer mal angeklungen. Wir haben auch das Lieferkettengesetz immer wieder gestreift und erwähnt oder einzelne Referentinnen haben darauf Bezug genommen. Und ja, heute ist der große Tag, wo wir uns endlich mal ausgiebig und tiefergehend damit beschäftigen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch bei der letzten Sitzung am Ende, es ist so ganz kurz angeklungen. Da gab es eine kurze Diskussion mit dem Referenten, inwieweit VW war da, glaube ich, das Beispiel bei der Batterieproduktion ohnehin nachhaltig produziert, weil sie sonst irgendwie an den Pranger gestellt werden würden. Die Auffassung hat der Referent da vertreten. Und genau um solche Fragen wird es heute gehen. Und da interessiert mich natürlich die Meinung unserer beiden ExpertInnen. Zweitens ist es eine ja besonders toller Zufall oder vielleicht auch vorausschauende Planung von uns, wer weiß es, dass ja, wir so aktuell sind wie eigentlich noch nie mit unserer Sitzung. Am Freitag, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, letzten Freitag wurde das Lieferkettengesetz beschlossen. Das heißt, wir sind jetzt richtig up to date und bekommen die neuesten Infos. Und ja, drittens, es ist natürlich auch sehr nett, weil ihr habt es vielleicht schon an den Namen gesehen oder in der Ankündigung. Die beiden Referentinnen heute arbeiten auch bei Incota. Das sind Johannes und Lara, mit denen ich auch zusammenarbeite, was mich natürlich besonders freut. Nichtsdestotrotz dürft ihr natürlich kritische Fragen stellen und ich werde mich auch bemühen, nicht allzu parteiisch zu sein. Aber ja, schön, dass ihr hier seid auf jeden Fall. Vielleicht kurz zum Ablauf. Ich stelle euch jetzt erstmal kurz Johannes vor, der dann in seinem Input zum Lieferkettengesetz, der damit starten wird und ja, uns so einen Abriss geben wird, was da überhaupt beschlossen wurde und wie das zu bewerten ist. Auch nochmal grundlegend auf Unternehmensverantwortung eingeht, was das eigentlich ist und warum es das braucht. Dann habt ihr kurz die Gelegenheit, Fragen zu stellen, sollten vor allem aber Verständnisfragen sein und noch nicht so in eine große Diskussionsrichtung gehen, weil wir uns überlegt haben, dass wir das gerne am Ende mit beiden zusammen machen wollen. Das heißt, wenn ihr was nicht verstanden habt oder so, könnt ihr da gerne nachfragen. Ansonsten würde ich dann zu Lara überleiten, die dann anschließt mit ihrem Vortrag. Da wird es dann vor allem um die Automobilindustrie und den Rohstoffbezug dort gehen. Und auch da könnt ihr dann wieder Verständnisfragen stellen, aber dann wäre es super, wenn wir da zusammen in eine Diskussion kommen, in der wir ja den einzelnen Referenten und Referentinnen Fragen stellen könnt, Kommentare einbringen könnt oder ja, vielleicht ist ja auch manchmal die Meinung von beiden zur gleichen Frage sehr spannend, weil sie ein bisschen aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Erstmal jetzt zu Johannes Schorling. Der ist Referent für faires und zukunftsfähiges Wirtschaften bei Incota, arbeitet dort viel zum Thema Kakao und Schokolade auch. Heute ist er vor allem hier, weil er in den letzten 2 Jahren, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Johannes, beim Steuerungskreis der Initiative Lieferkettengesetz mit dabei war und die vorangebracht hat. Und ja, ich freue mich sehr, was er davon berichten kann. Vor allem, ich glaube, du hattest auf jeden Fall spannende Tage und Wochen, die du durchlebt hast mit viel Arbeit. Das weiß ich auf jeden Fall. Und ja, hast bestimmt einiges zu erzählen. Willkommen, Johannes. Eine Frage muss ich starte immer so mit einer Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir vorher gesagt hatte. Mich interessiert immer ein bisschen persönlich von den Leuten, wie sie zu dem Thema gekommen sind. Eigentlich frage ich nach Rohstoffen, bei dir frage ich jetzt nach Unternehmensverantwortung. Wie kam es dazu, dass du dich damit beschäftigst? Danach kannst du dann direkt einen Vortrag gleich starten. Ja, das war unabgesprochen. Dementsprechend habe ich über die Frage auch nicht länger nachgedacht. Wie bin ich zum Thema Unternehmensverantwortung gekommen? Ich würde sagen,
Genau, zu Encoder gekommen bin ich durch eine Auseinandersetzung einerseits an der Universität mit Fragen von globaler politischer Ökonomie und andererseits durch einen Freiwilligendienst, Auslandsstudium und immer mal wieder Auslandsreisen, bei denen ich irgendwie auch hautnah mitbekommen habe, wie globale Ungerechtigkeit so in der Praxis aussieht. Jetzt speziell zu diesem Thema Unternehmensverantwortung und auch Lieferkettengesetz bei Encota gekommen bin ich darüber, dass wir halt in verschiedenen Kampagnen, die wir gemacht haben, in verschiedenen Bereichen auch immer wieder festgestellt haben, wie du schon sagst, Unternehmensverantwortung ist so ein bisschen der Elefant im Raum und gesetzliche Unternehmensverantwortung ist auch der Elefant im Raum. Denn egal in welchen Bereich man guckt, würde ich sagen, ein Muster, das sich für uns durchgezogen hat, ist auch, es gibt Corporate Social Responsibility und Unternehmen reden immer mehr über Verantwortung und das ist auch gut, aber wir machen die Erfahrung, dass das, wenn es auf einer freiwilligen Basis passiert, nicht ausreicht, um bestimmte Zustände zu verändern. Und so bin ich zur Initiative Lieferkettengesetz gekommen, die Encota, die Organisation, für die ich arbeite und Julius auch maßgeblich auch mit ins Leben gerufen hat. Das ist auch das Thema des heutigen Vortrags. Julius hatte das ja auch schon gesagt, wir sind hier wirklich richtig nah am Zahn der Zeit, denn das Lieferkettengesetz wurde vergangenen Freitag verabschiedet. Dem vorausgegangen ist ein ziemlich langes Ringen innerhalb der Bundesregierung. Es war bis zuletzt nicht klar, ob wir so ein Gesetz tatsächlich noch in dieser Legislaturperiode bekommen. Und jetzt ist es aber da und dementsprechend ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um auch darauf zu gucken, was liefert denn eigentlich dieses Lieferkettengesetz und was vielleicht auch nicht. Denn wir als Zivilgesellschaft, so viel kann ich schon mal anteasern, haben da eine sehr differenzierte Meinung zu diesem Gesetz, wie es jetzt verabschiedet wurde. Genau, ich sage vielleicht erstmal noch mal kurz was zu der Organisation, für die ich hier heute spreche. Encota ist eine entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation mit ca. 25 Mitarbeitenden. Diese Organisation gibt es schon seit rund 50 Jahren. Wir setzen uns mit unserer Arbeit dafür ein, zur Bekämpfung des Hungers auf der Welt beizutragen, zur Bekämpfung von Armut beizutragen und dazu beizutragen, dass Globalisierung gerecht gestaltet wird, dass also die Vorteile der Globalisierung sich nicht in bestimmten Regionen der Welt konzentrieren, sondern dass alle etwas davon haben. Und wir tun das durch eine Mischung aus Auslandsprojekten und aber auch Kampagnenarbeit hierzulande. Auslandsprojekte, das bedeutet, dass wir mit Partnerorganisationen in Ländern des globalen Südens kooperieren gleichzeitig machen wir eben Kampagnen zu ganz unterschiedlichen Themen hierzulande, wo zum Beispiel unser Lebenswandel, unsere Art zu konsumieren einfach auch negative Auswirkungen im globalen Süden hat und wir dafür sensibilisieren wollen und auch etwas an den Verhältnissen ändern wollen, die dazu beitragen. Wir setzen uns mit unterschiedlichen Bereichen auseinander, zum Beispiel sei die Textilindustrie genannt oder auch der Rohstoffabbau, der ja auch hier sehr viel Thema ist, oder unterschiedliche landwirtschaftliche Themen. Ich fange vielleicht nochmal an mit dem Status quo. Warum eigentlich ein Lieferkettengesetz? Warum könnte es so ein Gesetz brauchen? Aus unserer Sicht einfach deshalb, weil wir ein riesiges Problem haben mit Menschenrechtsverletzungen und auch Umweltzerstörungen in globalen Lieferketten. Die meisten von uns kennen solche Fälle aus den Medien. Der Dammbruch von Brumadinho, das war vor etwa 2 Jahren. Da ist ein Damm in Brasilien gebrochen von einem Rückhaltebecken von einer Eisenerzmine. Diesem Damm war noch ein paar Monate vorher von der brasilianischen Tochterfirma von TÜV Süd zertifiziert worden, dass dieser Damm sicher sei. Kurz darauf brach er zusammen. Es sind über 250 Leute dabei gestorben und eine ganze Region kontaminiert worden. Vielleicht kennen einige noch den Fall von Ali Enterprises, weil es dazu auch mal ein Verfahren in Deutschland gab. Das war ein Zulieferer von KICK. Also in dieser Fabrik, die da auf dem Bild zu sehen ist, wurde fast ausschließlich für KICK produziert, zu mehr als 3/4. Diese Fabrik ist dann abgebrannt, weil es völlig unzureichende Brandschutzbestimmungen gab, weil es keine Notausgänge gab, Fenster vergittert waren. Auch da sind über 250 Menschen gestorben. Viele von uns wissen mittlerweile, dass es ein Problem gibt oder eine bittere Kehrseite von der Schokolade, die wir in Deutschland konsumieren, weil es ein massives Problem mit Kinderarbeit in Westafrika gibt und diese Kinderarbeit sich auch in der Schokolade wiederfindet, die Unternehmen wie zum Beispiel Mars, Nestlé oder Ferrero hierzulande verkaufen. Und das Thema Menschenrechtsverletzungen beim Bergbau ist ein anderes Thema, was hier sicherlich schon viel Thema war. Deswegen werde ich da jetzt gar nicht so
weiter darauf eingehen. Ich nenne diese Beispiele einfach, um nochmal aufzuzeigen, dass Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen in den Lieferketten deutscher Unternehmen keine Einzelfälle sind, sondern ein strukturelles Problem. Es gibt eine Statistik vom Business and Human Rights Resource Center dazu, die auch sagt, Deutschland ist auf Platz 5 der Länder mit den meisten Menschenrechtsbeschwerden gegen Unternehmen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass Deutschland eine sehr erfolgreiche Wirtschaftsnation ist, mit einem sehr starken Exportmodell und deutsche Unternehmen eben auch viel in der Welt unterwegs sind. Gleichzeitig ist eine unglaublich große Rohstoffabhängigkeit gibt von Teilen unserer Ökonomie. Genau, und das alles trägt dazu bei, dass es eben diese strukturellen Probleme gibt. Ein weiteres Problem ist, dass bisher deutsche Unternehmen auch nur selten menschenrechtliche Anforderungen freiwillig erfüllen. Das hat auch die Bundesregierung herausgefunden mit zwei Befragungen, die sie letztes Jahr gemacht haben im Rahmen des Nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschenrechte, wo rauskam, dass nicht mal ein Fünftel der großen deutschen Unternehmen menschenrechtliche Anforderungen, wie sie die Bundesregierung in diesem Nationalen Aktionsplan formuliert hat, erfüllen. Genau, gleichzeitig so kann man sagen, dass menschenrechtliche Sorgfaltspflichten von Unternehmen auch irgendwie in den letzten Jahren auf dem Vormarsch gewesen sind. Erstmal ist es ja so, diese Probleme, die ich bis jetzt beschrieben habe, die zeigen irgendwie auf, dass wir eine Regulierungslücke haben. Und das hat damit zu tun, dass sich einerseits die Wirtschaft sehr globalisiert hat in den letzten Jahrzehnten, dass es andererseits aber immer noch vor allem nationale Rechtssysteme gibt. Und dass das eben zu einem Problem führt, wenn Lieferketten eigentlich global strukturiert sind und es passiert dann irgendwas in Pakistan, und das Unternehmen, wo das passiert, ist formell unabhängig von einem anderen Unternehmen wie zum Beispiel Kick. Und eigentlich gibt es aber eine unglaublich große Dominanz von Kick in der Lieferkette. Und es werden sozusagen im globalen Norden bestimmte Entscheidungen eigentlich getroffen. Und es ist aber total schwierig, dann ein Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Bei diesem Verfahren, das ich erwähnt hatte vorhin, war das zum Beispiel so, da haben Betroffene von der Brandkatastrophe in Pakistan versucht, Kick vor dem Landgericht Dortmund zur Verantwortung zu ziehen und haben das nicht geschafft. Die Klage wurde abgewiesen, weil nach pakistanischem Recht geurteilt werden musste. Und da gab es sozusagen genau eine Verjährungsfrist von nur 3 Jahren für Fälle von Brandstiftung und dann war das Thema vom Tisch. Es gibt seit mittlerweile 10 Jahren die sogenannten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Die sind in der Debatte um Unternehmensverantwortung immer ein total wichtiges Referenzdokument, weil sie zum ersten Mal menschenrechtliche Sorgfaltspflichten von Unternehmen tatsächlich festschreiben und sagen, Unternehmen haben eine Verantwortung, negative Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten zu vermeiden und Abhilfe zu schaffen. Das Problem ist, diese Leitprinzipien sind kein völkerrechtlich bindender Vertrag, sondern erstmal bieten sie nur eine Orientierung. Und deswegen ist eine Dynamik der letzten Jahre gewesen, diese UN-Leitprinzipien Stück für Stück in nationales Recht zu übersetzen. Hier einmal ein Beispiel, welche menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten da eigentlich definiert werden oder was menschenrechtliche Sorgfalt konkret bedeutet. Ein Unternehmen muss zuerst mal Responsible Business Conduct, also sozusagen verantwortungsvolles Verhalten, in seinem Unternehmen implementieren, indem sie bestimmte Policies machen, Strukturen schaffen, um Unternehmensverantwortung umzusetzen, eine Grundsatzerklärung vorlegen, dass sie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte anerkennen und dadurch sozusagen das Ganze im Unternehmen verankern. Unternehmen müssen dann eine Risikoanalyse machen und sich anschauen, welche menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken gibt es eigentlich in den globalen Lieferketten. Sie müssen auf dieser Basis dann Präventions- und Abhilfemaßnahmen treffen. Also im besten Fall Präventionsmaßnahmen, aber auch wenn schon etwas passiert ist, dann müssen Sie Wiedergutmachung leisten für Dinge, die da passiert sind an Menschenrechtsverletzungen. Und es geht dann darum, dass Sie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen auch überprüfen. Das wäre das, was hier unter viertens gefasst ist, Track Implementation and Results. Dazu gehört auch, dass man ein Beschwerdeverfahren einrichtet für Betroffene, dass also Betroffene auch die Möglichkeit haben, Probleme mit den Menschenrechten zur Anzeige zu bringen. Und der letzte Punkt, der auch total wichtig ist, Unternehmen müssen transparent darüber Bericht erstatten. Also sie müssen auch gegenüber der Öffentlichkeit erklären, was sie tun, um ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachzukommen, wie sie diese unterschiedlichen Schritte auch verankern. Soweit die Idee der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.
Und das hat sich dann auch in den nationalen Aktionsplan der Bundesregierung von 2016 zum Beispiel übersetzt. Genau, ich hatte gesagt, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten sind in den letzten Jahren auf dem Vormarsch. Es hat verschiedene Gesetze gegeben, um Teilaspekte davon auch in nationales Recht zu verankern. In Großbritannien gibt es zum Beispiel den UK Modern Slavery Act. Das ist so ein Gesetz, was Unternehmen verpflichtet, moderne Sklaverei in Lieferketten zu vermeiden. Es gibt in Frankreich schon seit 2017 ein Sorgfaltspflichtengesetz, sogar inklusive einer zivilrechtlichen Haftung. Das heißt, da haben Betroffene auch die Möglichkeit, Unternehmen zu verklagen, wenn die an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind und sie dadurch zu Schaden gekommen sind. Es hat zum Beispiel auch in den Niederlanden ein Gesetz gegen Kinderarbeit gegeben. Und das sind alles so Beispiele, warum wir gesagt haben, wenn andere Länder das hinkriegen, muss das auch Deutschland hinkriegen. Deutschland hat aber mit dem Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte, den die Bundesregierung 2016 gemacht hat, erstmal auf ein Gesetz verzichtet und gesagt, wir brauchen kein Gesetz. Unternehmen werden es freiwillig hinkriegen, die Menschenrechte zu achten. Bis 2020 sollen das 50% der Unternehmen machen und wir werden das dann auch überprüfen. Im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot von 2018 wurde dann auch formuliert, dass wenn dieses Ziel verfehlt wird bis 2020, dann ein Gesetz kommt. Und auch darauf haben wir uns mit der Kampagne dann jetzt die ganze Zeit berufen. Vielleicht, genau, bevor wir dann weitergehen, noch ein kurzer Hinweis. Es geht natürlich nicht nur um Übertragung auf nationales Recht, sondern es laufen parallel auch auf UN-Ebene Verhandlungen zu einem sogenannten UN Treaty on Business and Human Rights, also zu einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag über Wirtschaft und Menschenrechte. Das ist ein Prozess, von dem man leider sagen muss, dass er bisher von den mächtigen Industriestaaten, insbesondere von der EU, eher blockiert worden ist. Und Deutschland da keine allzu rühmliche Rolle gespielt hat, indem es diesen Prozess nicht vorangetrieben hat, sondern, naja, wenn man es ein bisschen zuspitzt, könnte man fast eher sagen, sabotiert hat. Genau, aus all diesen Gründen haben wir als zivilgesellschaftliche Organisation die Initiative Lieferkettengesetz gegründet und gesagt, wir müssen jetzt auch wirklich mit einer öffentlichkeitsgerichteten Kampagne dafür sorgen, dass es ein Gesetz gibt, das die Unternehmen wirklich zu Sorgfaltspflichten verpflichtet, weil wir die Analyse hatten, freiwillig werden Unternehmen das nicht genug machen und es braucht eine gesetzliche Verbindlichkeit. Hier ist einfach mal ein Bild von unserer Petitionsübergabe letztes Jahr. Eine 250.000 Menschen fast haben unsere Petition unterzeichnet für ein starkes Lieferkettengesetz. Diese Petition wurde dann an das Bundeskanzlerinnenamt symbolisch übergeben und an dem Bild sieht man, dass es ein Bündnis ist, was wirklich sehr breit getragen wurde. In der Initiative Lieferkettengesetz sind über 100 Organisationen gewesen, Fairhandelsorganisationen, Kirchen, Umweltverbände, Gewerkschaften, entwicklungspolitische Organisationen wie wir. Das war also eine sehr breite Bewegung, die sich da in den letzten zwei Jahren gebildet hat. Wir haben diesen Slogan geprägt, gegen Gewinne ohne Gewissen hilft nur noch ein gesetzlicher Rahmen. Also wir brauchen wirklich ein Lieferkettengesetz. Hier ist nochmal auch eine Auflistung einiger Organisationen neben Incota, die diese Initiative getragen haben. Das hatte ich ja gesagt, also Brot für die Welt, Miserior sind da zum Beispiel bei, Gewerkschaften wie DGB und Verdi, das Forum Fairer Handel ist dabei, BUND. Genau, also um nochmal diese Breite aufzuzeigen. Die Zahl mit 80, die da steht, ist mittlerweile nicht mehr aktuell, es sind über 100. Genau, wir haben dann einen sehr dynamischen Prozess erlebt in den letzten zwei Jahren, in dem sich unter anderem auch dann Unternehmen ausgesprochen haben für ein Lieferkettengesetz. Es waren Unternehmen wie zum Beispiel Kick, Tchibo und Ritter Sport, die gesagt haben, wenn diese Regeln für alle Unternehmen gelten, dann können sie das auch als Unternehmen befürworten. Und damit so ein bisschen dem entgegengesprochen haben, was die Wirtschaftsverbände immer gesagt haben, nämlich, dass es ein schlechtes Gesetz für die Wirtschaft ist und Unternehmen das ablehnen. Da haben sie aus unserer Sicht nicht die gesamte Wirtschaft mit vertreten. Genau, wir haben in Zeiten von Corona versucht, viel dafür zu sensibilisieren, wie ungleich Risiken in Krisenzeiten in globalen Lieferketten verteilt sind, haben den Slogan geprägt gegen Moral Distancing, als dann Textilunternehmen im März 2020 angefangen haben, genau Aufträge nicht mehr zu bezahlen oder zu stornieren, während andersrum ArbeiterInnen in Kambodscha, Bangladesch oder Indien reihenweise auf der Straße gelandet sind, weil die Fabriken geschlossen haben. Genau, es gab letztes Jahr dann, das war ein Aufwind für uns, eine Ankündigung auch von der EU, dass sie eine Sorgfaltspflichtenregulierung machen will. Und es kam vom Justizkommissar Didier Reynders, der hier auf dem Bild zu sehen ist. Ich werde auf das Thema EU-Regelungen und Verhältnis zu nationalen Gesetzen später auch nochmal kurz eingehen.
Es gab einen sehr langen Kampf dann in der Bundesregierung. Also es hat zwei Minister gegeben, nämlich Entwicklungsminister Müller links zu sehen und Arbeitsminister Heil in der Mitte zu sehen, die gesagt haben, sie wollen so ein Lieferkettengesetz machen, nachdem tatsächlich diese Befragungen der Bundesregierung dann auch ergeben haben, die Unternehmen verfehlen das Ziel aus dem NAP und jetzt wird es versprechen fällig, ein Gesetz zu machen. Wer das sehr lange blockiert hat, das war die CDU, das war der Wirtschaftsminister, der dort rechts zu sehen ist, Peter Altmaier. Und die Wirtschaftsverbände, die eben gesagt haben, es darf auf keinen Fall ein solches Gesetz geben und diesen Prozess lange blockiert haben und damit auch dafür gesorgt haben, dass das Gesetz sehr verwässert worden ist gegenüber dem, was wir uns als Zivilgesellschaft gewünscht hätten, was teilweise auch in früheren Entwürfen aus dem Entwicklungs- und Arbeitsministerium drin stand. Man muss sagen, das haben wir auch über repräsentative Umfragen herausgefunden, dass ein Großteil der Bevölkerung wirklich diese Forderung nach dem Lieferkettengesetz auch unterstützt hat. Also 75%, selbst bei den Anhängern von CDU und CSU, haben ein Lieferkettengesetz unterstützt. Und trotzdem gab es diese massive Gegenkampagne auch von Seiten der Arbeitgeberverbände, die es aber dann nicht geschafft haben, letztendlich zu verhindern, dass der Bundestag letzte Woche das Lieferkettengesetz beschlossen hat. Jetzt haben wir also, wie es in der Abkürzung heißt, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und die spannende Frage ist natürlich jetzt, wie funktioniert das genau? Also man muss sich das so vorstellen, das Gesetz tritt jetzt in Kraft und ab 2023 gilt es dann in Deutschland für alle Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitenden, ein Jahr später dann für alle ab 1.000 Mitarbeitenden, also vor allem für die sehr großen Unternehmen. Diese Unternehmen müssen dann laut diesem Gesetz menschenrechtliche Risiken in ihren Lieferketten untersuchen. Sie müssen auf dieser Basis dann wirksame Gegenmaßnahmen und Präventionsmaßnahmen ergreifen. Sie müssen auch eine Beschwerdestelle für Betroffene einrichten und sie müssen transparent darüber berichten. Man muss dazu sagen, dass im Gesetz eine Unterscheidung gemacht wird zwischen direkten und indirekten Zulieferern und dass gesagt wird, bei indirekten Zulieferern muss man erst anlassbezogen tätig werden und zwar dann, wenn es substantiierte Kenntnisse von Menschenrechtsverletzungen gibt. Das war so das Argument zu sagen, okay, Unternehmen haben so viele Zulieferer teilweise, wenn sie große transnationale Unternehmen sind, dass man nicht von ihnen verlangen kann, all ihre indirekten Zulieferer zu überprüfen. Warum das trotzdem ein Problem ist, so wie es im Gesetz steht, dazu werde ich gleich bei unserer Bewertung was sagen. Genau, aber auf jeden Fall schreibt dieses Gesetz nun halt in Zukunft diese Sorgfaltspflichten auch fest. Unternehmen müssen dann einen Bericht einreichen jährlich, der auch öffentlich zugänglich ist, zumindest in Teilen. Und es gibt dann eine staatliche Behörde, die die Einhaltung des Gesetzes auch kontrollieren soll. Das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Das BAFA, das kann zum Beispiel dann Nachbesserungen bei Sorgfaltsplänen fordern, wenn sie das Gefühl haben, dass die Angaben von Unternehmen unvollständig sind. Es kann auch Bußgelder verhängen, wenn Unternehmen sich nicht an das Gesetz halten. Und wenn es sehr hohe Bußgelder gibt, dann führt es auch zu einem Ausschluss von der öffentlichen Auftragsvergabe. Das ist also so ein Instrument, um die Unternehmen dazu zu bekommen, dass sie sich dran halten, dass sie eben fürchten müssen, wenn sie zu hohe Bußgelder kassieren, möglicherweise dann auch keine Aufträge mehr durch die öffentliche Hand bekommen können. Wie bewerten wir dieses Gesetz als Zivilgesellschaft? Wir sehen das ambivalent, was da jetzt verabschiedet worden ist und das drückt sich auch in dem Slogan aus, den wir geprägt haben rund um die Verabschiedung. Wir sagen nämlich, wir sind mit dem Gesetz noch nicht am Ziel, aber wir sind endlich am Start. Was meinen wir damit? Wir sind endlich am Start mit dem Lieferkettengesetz, weil es eine Reihe von positiven Aspekten hat. Zuerst einmal ist es ein notwendiger Paradigmenwechsel, der mit dem Gesetz eingeleitet wird, weg von einfach darauf zu setzen, dass Unternehmen sich freiwillig an die Menschenrechte halten, hin zu gesetzlichen Verpflichtungen und damit auch gleichen Spielregeln für alle. Denn bisher ist es ein Wettbewerbsnachteil für Unternehmen, wenn sie sich stark für Nachhaltigkeit engagieren und dadurch zum Beispiel höhere Kosten haben als die Konkurrenz. Das Gesetz, das wird aus unserer Sicht eine präventive Wirkung entfalten, weil es nicht nur darum geht, Unternehmen zu sanktionieren, wenn sie an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, sondern über diese Sorgfaltsprozesse viel besser auch Menschenrechtsverletzungen antizipiert werden und von vornherein verhindert werden können. Das Gesetz schafft zumindest die Möglichkeit für eine starke behördliche Kontrolle und Durchsetzung. Also es ist nicht so wie beim UK Modern Slavery Act, dass es einfach nur Berichtspflichten für Unternehmen gibt und wenn sie sich nicht daran halten, dann passiert aber nichts, um es jetzt mal zu vereinfachen, sondern es gibt tatsächlich diese Kontrollbehörde, das BAFA. Damit gibt es gleichzeitig auch Probleme. Dazu komme ich dann gleich was, wenn wir über die Kritik reden.
Genau, was aber erstmal positiv ist, ist, dass Betroffene auch selbst tätig werden und verlangen können, dass das BAFA tätig wird. Sie können also auch Beschwerden einreichen bei dieser Behörde, um anzuzeigen, dass Unternehmen gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen. Hinzu kommt, es wird eine Prozessstandschaft eingeführt. Das bedeutet, dass bei den bisherigen, sehr begrenzten, muss man sagen, Klagemöglichkeiten, die Betroffene haben nach dem internationalen Privatrecht, dass es da in Zukunft möglich sein wird, für Gewerkschaften und NGOs Betroffene zu vertreten. Und das kann hilfreich sein, wenn zum Beispiel Betroffene Angst vor Verfolgung haben und lieber anonym bleiben wollen. Und es senkt halt die Barrieren, zum Beispiel in Form von Flugreisen, Prozesskosten für solche Verfahren. Es werden auch einige umweltbezogene Pflichten geregelt, also zum Beispiel das Abkommen von Minimata über Quecksilber, das Stockholmer Abkommen über persistente organische Schadstoffe und das Basler Abkommen zur Vermeidung von gefährlichen Abfällen. Also es gibt so bestimmte umweltbezogene Aspekte, die auch geregelt werden und als Teil der Sorgfaltspflicht definiert werden. Da geht es eigentlich immer um Umweltprobleme, die auch zu Menschenrechtsverletzungen führen. Und das sind alles erstmal positive Aspekte und trotzdem haben wir auch eine Kritik an dem Gesetz, was da jetzt verabschiedet worden ist. Wir würden nämlich sagen, wir sind noch nicht am Ziel, denn es gibt keine vollumfänglichen Sorgfaltspflichten für indirekte Zulieferer. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei indirekten Zulieferern muss ein Unternehmen erst tätig werden, wenn es substantiierte Kenntnisse von Menschenrechtsverletzungen hat. Wenn ich das jetzt ein bisschen gemein zuspitzen will, würde ich sagen, das ist so, wie wenn man einen Feuermelder erst einbaut, nachdem das Haus abgebrannt ist. Es widerspricht so ein bisschen der präventiven Wirkung, die eigentlich die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte vorsehen, wenn man sagt, naja, erst wenn das Unternehmen von Menschenrechtsverletzungen weiß, dann muss es sich um indirekte Zulieferer kümmern. Aus unserer Sicht müsste es einfach den risikobasierten Ansatz der UN-Leitprinzipien für die gesamte Lieferkette geben und das Unternehmen müsste dann hingucken, was sind die Risikobereiche und wie bereitet man sich darauf vor? Das wichtigste Problem aus unserer Sicht und auch von Betroffenen aus dem globalen Süden, mit denen wir sprechen, ist, dass es keine zivilrechtliche Haftung gibt. Es wird also auch in Zukunft nicht für Betroffene möglich sein, auf Basis dieses Gesetzes gegen Unternehmen zu klagen und Schadensersatz zu bekommen, wenn Unternehmen Menschenrechte verletzt haben und es dadurch zu einem Schaden gekommen ist. Das wäre aus unserer Sicht das schärfste Schwert gewesen und das wichtigste Instrument, um auch die Unternehmen zu disziplinieren und dafür zu sorgen, dass sie Menschenrechtsverletzungen von vornherein vermeiden. Das hat insbesondere die CDU verhindert und genau, das Gesetz ist erst durchgekommen, nachdem da ganz explizit nochmal reingeschrieben wurde, dieses Gesetz begründet keinerlei neue Haftungsansprüche. Das ist ein großes Problem aus unserer Sicht, ebenso wie die Tatsache, dass zu wenig Unternehmen erfasst sind. Also es sind jetzt tatsächlich ein paar tausend Unternehmen, die auch erfasst werden. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Aus unserer Sicht müsste aber eigentlich jedes Unternehmen mindestens mal erfasst sein, das ab 250 Mitarbeitenden aufwärts hat, denn das ist die Definition von einem großen Unternehmen laut Handelsgesetzbuch. So wie das Gesetz jetzt ist, werden zum Beispiel eine Reihe von Unternehmen auch nicht erfasst, obwohl sie in Risikosektoren tätig sind. Ich weiß nicht, ob Lara da dann speziell zum Bergbau auch noch mal was zu sagt, aber zum Beispiel in der Schokoladenindustrie oder der Textilindustrie ist es auf jeden Fall so, dass eine Reihe von Unternehmen jetzt durchs Raster fallen, weil die zwischen 250 bis 1000 Mitarbeitenden haben. Genau, es gibt bestimmte umweltbezogene Aspekte, die geregelt sind, aber insgesamt gibt es keine eigenständige umweltbezogene Sorgfaltspflicht im Gesetz. Also Klimaauswirkungen und Biodiversitätsverlust sind nicht berücksichtigt. Da müssen sich gemäß dieses Gesetzes Unternehmen nicht mit auseinandersetzen. Und genau, es gibt noch so bestimmte weitere Aspekte. Dazu gehört zum Beispiel, dass es große Lücken gibt beim Thema Geschlechtergerechtigkeit und indigenen Beteiligungsrechten und dass es einen möglichen Interessenskonflikt gibt bei der Kontrollbehörde. Denn das BAFA ist dem Wirtschaftsministerium unterstellt und das Wirtschaftsministerium hat jetzt halt wirklich über anderthalb Jahre gezeigt, dass sie ein starkes Lieferkettengesetz und eine starke Kontrolle möglichst verhindern wollen. Und genau, da sind wir gespannt, wie sich das darauf auswirkt, wie dann auch genau dieses Gesetz tatsächlich durch die Behörde überprüft wird. Jetzt noch ein ganz kurzer Ausblick und dann bin ich auch am Ende. Entschuldigung, Julius, wenn ich ein ganz kleines bisschen überzogen habe. Wie geht es jetzt weiter? Wir als Zivilgesellschaft diskutieren das gerade so. Es geht jetzt darum, das Lieferkettengesetz überhaupt erstmal bekannt zu machen und die Unternehmen dafür zu sensibilisieren, auch Verwaltungen dafür zu sensibilisieren, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.
dass es das jetzt gibt. Es geht natürlich dann auch darum, diese Behörde, die jetzt eingerichtet wird, beim BAFA kritisch zu begleiten, sich dafür einzusetzen, dass es Nachbesserungen im Gesetz gibt, also mehr Unternehmen, genau, eine zivilrechtliche Haftung etc. Wir sehen unsere Aufgabe auch so, für substantiierte Kenntnis zu sorgen, an den Stellen, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt. Also wenn Menschenrechtsverletzungen stattfinden, das dann auch zu skandalisieren und auch Beschwerden bei den Behörden einzureichen und Beschwerdefälle von Betroffenen zu unterstützen. Allerletzter Punkt, es geht nicht nur um Deutschland, sondern um die EU. Es findet ein Prozess statt für eine Sorgfaltspflichtenregelung auf europäischer Ebene. Und auch diesen Prozess werden wir in den nächsten 2-3 Jahren begleiten. Auch da zeigt sich, dass die Wirtschaftslobby schon groß mobil macht gegen eine weitreichende Regelung. Und auch das wird in den nächsten 2-3 Jahren ein interessanter Prozess. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal und bin gespannt dann gleich auf Rückfragen in der Diskussion. Ja, danke dir, Johannes, für den Vortrag erstmal. Nochmal zur Erinnerung, es gibt jetzt einen kleinen Slot für Verständnisfragen. Es kamen auch schon 2 rein. Anja, du wolltest den Chat vorhin moderieren und du hast eine Frage. Deshalb macht es, glaube ich, Sinn, dass ich einfach an dich übergebe. Dann kannst du deine Frage stellen und die andere vielleicht dann auch mit reinbringen. Genau, hört man mich? Ja. Ja, okay. Also das war noch eine Frage von mir selber, ob du vielleicht bitte noch den Begriff Prozessstandschaft kurz erklären könntest, was das ist. Das war jetzt auf einer von den letzten Folien drauf. Genau, also bei der Prozessstandschaft geht es darum, dass NGOs und Gewerkschaften im Namen von Betroffenen klagen können. Also Unternehmen, Betroffene geben einer Gewerkschaft oder einer NGO das Einverständnis, dass die in ihrem Namen ein Verfahren führen können. Nicht nach dem Lieferkettengesetz, denn wie ich gesagt habe, gibt es im Lieferkettengesetz jetzt keine zivilrechtliche Haftung, sondern das bezieht sich auf die bestehenden Klagemöglichkeiten, die es schon gibt. Das läuft nach dem internationalen Privatrecht. Genau, und ja, das Problem ist, also ich bin kein Jurist, ich versuche es immer so zu erklären, die rechtlichen Möglichkeiten für Betroffene oder die Anspruchsgrundlage für Betroffene, die ändert sich eigentlich nicht durch das Gesetz, sondern was sich nur ändert, ist ist der Zugang zu der schon bestehenden Anspruchsgrundlage, weil ein Verfahren in Deutschland zu führen, wenn man zum Beispiel Saida Khatun aus Pakistan ist und eine Angehörige von einer Person, die bei der Ali Enterprises Brandkatastrophe gestorben ist, dann bedeutet das, dass man viel hin und her fliegen muss, zum Beispiel, und solche Prozesskosten, die können dadurch zum Beispiel, können dadurch gesenkt werden. Und genau, diese Frage von möglicher Anonymität ist was anderes. Genau, das heißt, es bringt gewisse Verbesserungen und ermöglicht an bestimmten Stellen dann auch für Betroffene auf dem Rechtsweg irgendwie Gerechtigkeit zu bekommen. Aber das eigentliche Ziel, nämlich eine zivilrechtliche Haftung zu schaffen und das auch im Gesetz so festzuschreiben, das haben wir nicht erreicht. Okay, danke. Und dann kommt noch eine Frage von Carla. Wer kann denn dann überhaupt Verstöße melden beziehungsweise das Gesetz zum Greifen bringen, wenn es die Betroffenen nicht selbst können? Also ich hatte ja gesagt, dass Betroffene können das nicht über den Weg, dass sie ein Gericht anrufen. Sie können das aber schon, indem sie zum Beispiel in Kooperation mit NGOs auch Beschwerden bei der BAFA einreichen. Also das BAFA muss auch auf Hinweise von Dritten hin tätig werden. Und Dritte sind zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen und Betroffene. Das heißt, es gibt jetzt nur den Weg über die staatliche Kontrollbehörde und nicht unabhängig von staatlicher Kontrolle über ein Gericht. Okay, dazu passt eigentlich die nächste Frage, obwohl die eigentlich für später gedacht ist. Wie umfänglich ist die BAFA eigentlich, weil du ja auch geredet hast von dem Interessenkonflikt? Also wird sie denn eine wirksame Kontrolle der Gesetzeseinhaltung überhaupt garantieren können? Wie wahrscheinlich ist das? Ich würde sagen, das ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch offen. Und also wir diskutieren das intern auch sehr kontrovers. Und es gibt Leute, die da bei uns optimistischer sind und Leute, die pessimistischer sind. Genau, wo das so ein bisschen herkommt, die Sorge vor dem Interessenskonflikt ist auch, dass wir an anderer Stelle
Stelle schon gesehen haben, wie das laufen kann. Also zum Beispiel Thema Waffenexporte. Es gibt ja vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein Verfahren gegen Heckler und Koch wegen illegaler Waffenexporte, wo es auch um die Rolle der BAFA ging als Kontrollbehörde. Und da hat sie eben auf Weisung des Wirtschaftsministeriums nicht wirklich genau hingeschaut. Es ist jetzt bei der Kontrolle des Lieferkettengesetzes so, dass nicht das Wirtschaftsministerium alleine bestimmt, wie diese Behörde arbeitet, sondern das wird in Zusammenarbeit und sogar unter Federführung des BMAS gemacht, also des Arbeitsministeriums. Und deswegen ist die Konstellation ein bisschen eine andere. Und also die BAFA bekommt tatsächlich über 80 Personalstellen. Also es ist schon eine gewisse Man- und Woman-Power dahinter, um tatsächlich dann auch Unternehmen zu kontrollieren. Aber genau, wie das im Detail aussieht, das wird sich auch jetzt in diesem Prozess zeigen, dass die Ministerien eine Ausführungsbestimmung machen müssen, wie das Berichtsverfahren ist, wie die Behörde genau arbeitet. Und da würde ich sagen, ist der nächste Konflikt jetzt eigentlich schon vorprogrammiert. Okay, dann vielen Dank. Also wir haben noch eine Frage für später. Da würde ich sagen, wenn keine für aktuell sind, können wir weitermachen mit Lara. Ja, genau. Dann genau, könnt ihr euch eure Fragen notieren oder ihr könnt sie auch in den Chat schreiben, dann notieren wir sie. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem zweiten Vortrag. Danke nochmal, Johannes. Du bist ja bei der Diskussion gleich auch wieder dabei. Jetzt stelle ich euch erstmal Lara vor, Lara Siever, die bei Encota auch arbeitet, als Referentin in dem gleichen Bereich, in dem ich auch arbeite, nämlich in dem, der heißt bei Encota Ressourcengerechtigkeit und Rohstoffpolitik. Ihr besonderer Schwerpunkt ist dabei, würde ich sagen, ihre Arbeit zu Menschenrechten und Unternehmensverantwortung. Also sie passt einfach super heute in die Sitzung, darum haben wir sie natürlich eingeladen. Und sie kennt sich besonders gut im Automobilsektor aus. Von dem berichtet sie jetzt auch, was das Lieferkettengesetz dort für Auswirkungen hat, besonders auf den Rohstoffbezug. Sie sitzt dort auch mit Unternehmensvertreterinnen manchmal am Tisch. Da wird sie bestimmt später auch noch was zu sagen. Jetzt aber erstmal auch an dich, Lara, weil tatsächlich habe ich dich persönlich, glaube ich, noch nicht gefragt, privat, wie es eigentlich kommt, dass du dich mit Rohstoffen beschäftigst. Das kannst du uns gerne verraten und ja, anschließend deinen Vortrag starten. Schön, dass du da bist. Ja, danke auch für die Einladung. Ich freue mich, jetzt einmal aktiv hier mitzuwirken. Ich war ja schon oft bei den Sitzungen dabei und hinter den Kulissen mit involviert, aber jetzt zum ersten Mal hier. Das freut mich. Genau, ich kam tatsächlich zu dem Thema verantwortungsvoller Rohstoffbezug auch über die Frage der Unternehmensverantwortung. Ich habe bei meiner Masterarbeit habe ich tatsächlich an einer Verhandlungsrunde von dem UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte, was gerade auch im Chat wonach gefragt wurde, habe ich teilgenommen in Genf und habe da unglaublich viele MenschenrechtsverteidigerInnen auch von ganz unterschiedlichen Regionen weltweit kennengelernt, die sich eben für ein UN-Abkommen einsetzen. Und dann habe ich mich entschlossen, dass ich auch mal die Perspektive aus einer Rohstoffabbauregion kennenlernen will und war in Peru und habe dort mit indigenen Gemeinschaften tatsächlich hauptsächlich im Ölsektor zu tun gehabt und an einer Verhandlungsrunde von Ölunternehmen und einer indigenen Gemeinschaft teilgenommen. Das hat mich sehr, sehr geprägt und dann hatte ich mir vorgenommen, dass ich gerne dazu beitragen will, dass sich in Deutschland auch was verändert tatsächlich und dachte mir, Automobilindustrie und gerade das Thema Elektromobilität sind da ganz, ganz gute Hebel auch, um tatsächlich im öffentlichen Bewusstsein mal noch eine Sensibilität für das Thema Rohstoffbezug und Menschenrechte zu schaffen. Genau, das zu der Frage. Dann würde ich jetzt mal meinen Bildschirm teilen und hoffe, dass das klappt. Ihr müsstet den jetzt sehen, sonst sagt mir Bescheid. Und jetzt hoffentlich gleich auch im Freibildmodus. Ja. So. Okay, passt. Wunderbar. Ja, genau. Bei mir dreht sich es heute vor allem um die Verantwortung von den Autokonzernen und wie verantwortungsvoll letztlich ihr Rohstoffbezug ist. Und auch vor diesem Hintergrund möchte ich dann am Ende natürlich auch das Lieferkettengesetz bewerten und schauen, wie wirkt das denn hoffentlich oder zukünftig womöglich in den Rohstofflieferketten auch von Autokonzernen.
Und ich habe meinen Vortrag ähnlich gegliedert wie Johannes tatsächlich. Ich möchte erstmal mit einem Status quo anfangen. Wir haben letztes Jahr eine Studie herausgegeben, Performance Check Automobilindustrie. Da möchte ich mal die Ergebnisse vorstellen, weil die auch ganz gut Aufschluss darüber geben, warum auch die Automobilindustrie ein Lieferkettengesetz braucht. Und dann möchte ich mal ganz konkret runterbrechen, was die menschenrechtliche Verantwortung für einen Automobilhersteller bedeutet und das Lieferkettengesetz jetzt konkret, um dann am Ende eben auch eine Bewertung vorzunehmen, eine rohstoffpolitische Bewertung des Lieferkettengesetzes. Das ist die Studie, die Incota und PowerShift Ende 2020 herausgegeben haben, Performance Check Automobilindustrie. Da haben wir die Nachhaltigkeitsberichte von den drei größten Autoherstellern BMW, VW und Daimler uns angeschaut und geschaut, naja, kommen sie ihrer menschenrechtlichen Verantwortung denn auch genügend nach und wo sind Lücken, Mängel, reichen letztlich freiwillige Maßnahmen oder braucht es da auch mehr Verpflichtung durch ein Lieferkettengesetz? Wir haben zum einen festgestellt, wir arbeiten schon länger zur Automobilindustrie, hatten lange jetzt auch einen Fokus auf Elektromobilität und waren da auch schon im Austausch mit Elektroautoherstellern gewesen. Und in den letzten Jahren hat sich einiges getan. Die Autoindustrie oder gerade diese großen Unternehmen haben sich auf den Weg gemacht und nehmen ihre menschenrechtliche Verantwortung schon ernster. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel eine Unternehmenspolitik zu Menschenrechten, Nachhaltigkeit eingeführt haben und dass sie auch auf Management-Ebene in ihrem Unternehmen dort jetzt Zuständigkeiten verankert haben. Und das bewerten wir erstmal grundlegend positiv, auch dass es jetzt Nachhaltigkeitsberichte gibt, ist natürlich schon ein Fortschritt zu vorher. Allerdings haben wir sehr viele ungenügende Aspekte auch dort festgestellt in der Analyse dieser Berichte. Zuallererst sind es tatsächlich Nachhaltigkeitsberichte und das Wort Nachhaltigkeit ist ja schon recht vage. Es ist jetzt noch nicht ein menschenrechtlicher Sorgfaltsbericht, der ganz genau prüft, ob sie auch all ihren Pflichten dort gerecht werden. Und letztlich überprüfen sie auch die Wirksamkeit von ihren Maßnahmen eigentlich vor Ort kaum oder berichten zumindest nicht umfänglich darüber. Wir haben auch festgestellt, dass sie sehr selektiv über den Bezug von einzelnen Rohstoffen berichten. Beispielsweise sind die Berichte oder die Angaben über Kobalt und Lithium sehr viel detaillierter als Angaben über Massenrohstoffe. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es in den letzten Jahren sehr viele negative Schlagzeilen auch zu Kobalt, Kinderarbeit, Lithium auch, Verletzung von indigenen Rechten und so weiter gab. Insofern ist es auch erstmal gut, dass Sie sich jetzt mehr mit diesen Rohstoffen auseinandersetzen und dort zumindest punktuell Maßnahmen ergreifen. Aber wie ihr hier auch sehen könnt auf der Grafik, letztlich ist ein durchschnittliches Auto wiegt es ungefähr 1,5 Tonnen und ist letztlich eine Blechkiste und besteht auch in großen, großen Mengen eben aus Massenrohstoffen, Eisen, Stahl, Kupfer, Bauxit, auch Nickel, Graphit und so weiter. Und diese Rohstoffe oder viele von denen finden kaum oder gar keine Erwähnung in diesen Berichten. Da engagieren sich die Unternehmen auch nicht in gleichem Ausmaß wie jetzt beispielsweise bei Kobalt oder Lithium. Gleichzeitig gibt es eine europäische Brancheninitiative, Drive Sustainability, die eigentlich sagt, dass mindestens 18 Rohstoffe so relevant für die Autoindustrie sind, dass sie die auch, da den Rohstoffbezug auch analysieren sollten. Aber das tun die meisten Autohersteller nicht. Ich muss dazu sagen, dass wir eben die Nachhaltigkeitsberichte jetzt von 2019 uns angeschaut hatten. Das ist jetzt also ein bisschen veraltet. Jetzt gerade ist zum Beispiel bei VW auch der neue Nachhaltigkeitsbericht für 2020 rausgekommen. Und der hat sich in dem Maß ein bisschen verbessert, dass jetzt auch ein paar mehr Rohstoffe zumindest erwähnt werden, aber auch noch nicht sehr viel mehr Angaben darüber geschehen. Genau, auf die einzelnen Menschenrechtsverletzungen und Umweltrisiken, die damit zusammenhängen, möchte ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, weil es dazu ja schon zwei ganze Vorlesungen auch gab, auch von CARF, unserer Partnerorganisation im Kongo. Deshalb will ich die Zeit lieber nutzen, das auch nochmal das Lieferkettengesetz, die politischen Rahmenbedingungen später zu analysieren. Die Rohstoffe sind, die für die Automobilindustrie quasi verbraucht werden, nehmen auch einen riesengroßen Anteil am Gesamtverbrauch von Deutschland ein. Also hier in dieser Grafik seht ihr auch nochmal, dass letztlich 26% des in Deutschland verbrauchten Stahls für die Automobilindustrie sind. Die Automobilindustrie verbraucht auch 10% des Kupfers
Und der Verkehrssektor insgesamt, also nicht nur für die Automobilindustrie, verbraucht fast die Hälfte des gesamten Aluminiums, was in Deutschland, was nach Deutschland auch importiert wird. Und das sind einfach sehr große Mengen. Und das zeigt eben, dass es da auch viel mehr Augenmerk bräuchte von den Autokonzernen, um tatsächlich auch Transparenz über diese Rohstofflieferketten herzustellen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Letztlich geben die Nachhaltigkeitsberichte eigentlich kaum Auskunft über die Lieferketten. Also man kann kaum nachvollziehen, von wem die deutschen Konzerne eigentlich ihre Rohstoffe beziehen. Und es ist unklar, ob sie das selbst vielleicht auch gar nicht wissen. Wir wissen, dass automobile Lieferketten sehr, sehr komplex sind und es sehr schwer ist, alle kleinen Schritte in der Lieferkette nachzuvollziehen, rückzuverfolgen. Aber letztlich wäre das natürlich auch notwendig, um überhaupt die Risiken dort zu identifizieren, mit Betroffenen dort in Dialog zu treten, um die auch zu reduzieren und so weiter. Hier seht ihr einmal nochmal vereinfacht eine automobile Lieferkette, also wirklich von der Mine, dann über den Handel mit den Rohstoffen, über die Schmelzen werden dann eben die Vorprodukte hergestellt und über den Zulieferer gelangen sie dann zum Autokonzern, werden importiert. Letztlich werden also seltenst Rohstoffe direkt von einem Bergbaukonzern bezogen, aus Sicht eines Automobilherstellers. Und die Lieferketten sind sehr, sehr weit verzweigt. Letztlich können sie natürlich besonders großen Einfluss auf ihre direkten Zulieferer nehmen durch die Verträge, die sie da mit denen schließen. Aber es ist eben auch sehr wichtig, dass sie auch versuchen, Einfluss in den tieferen Stufen der Lieferkette zu nehmen. Und gerade auch für uns, NGOs zum Beispiel oder Betroffene, ist es sehr wichtig, die Lieferkette zu kennen, um auf Missstände auch dort aufmerksam machen zu können, um das nachweisen zu können, dass VW beispielsweise jetzt im Zusammenhang mit einer Menschenrechtsverletzung in Mexiko steht. Dafür braucht es auf jeden Fall Transparenz, die bisher so nicht genügend gegeben ist. Auch die Methodik in den Nachhaltigkeitsberichten ist oft unklar. Teilweise wird erwähnt, dass sie sich auf die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beziehen oder die OECD-Leitsätze, aber nicht ganz auf welche rohstoffspezifischen Leitfäden sie sich auch beziehen und wie genau sie ihre Risikoanalysen eigentlich vorgenommen haben. Ich hatte schon gesagt, dass gerade auch die Wirksamkeit der Maßnahmen vor Ort eigentlich oft unklar bleibt. Also sie müssten eigentlich viel konkretere Indikatoren aufstellen, um auch zu messen, ob es positive Veränderungen in den Rohstoffabbauregionen gibt oder nicht. Aber ja, das sind eher Fremdwörter in den Nachhaltigkeitsberichten. Über die Einbeziehung von lokaler Zivilgesellschaft und Betroffenen ist eigentlich auch, gibt es kaum Angaben. Und hier habe ich nochmal die 6 Schritte aufgelistet, die Johannes auch schon kurz vorgestellt hatte, gemäß der UN-Leitprinzipien, OECD-Leitsätze. Ich hatte schon erwähnt, also Methodik in dem ersten Schritt, Grundsatzerklärung, ist es oft unklar und teilweise auch gerade im Bereich der umweltbezogenen Risiken noch sehr viel schwächer, weniger Angaben. Bei dem Schritt 2 stehen sie bei der Ermittlung von negativen Auswirkungen besser für einzelne Rohstoffe da als jetzt bei Massenrohstoffen. Schritt 3 bräuchte es eine stärkere Einbeziehung von lokaler Zivilgesellschaft. Schritt 4, habe ich schon gesagt, Monitoring, Überprüfung der Maßnahmen ist eigentlich bisher, wird darüber zumindest nicht berichtet. Und deshalb kritisieren wir natürlich insbesondere auch die Berichterstattung, denn letztlich tun sie auch oft mehr, als wir wissen und nachvollziehen können von außen. Und Schritt 6, Abhilfe, Wiedergutmachung, da haben wir auch ein besonderes Augenmerk drauf gelegt. Da gibt es auch sehr wenig Angaben. Das wurde jetzt beim neuen Bericht von VW beispielsweise ein bisschen verbessert, dass es ein paar mehr Angaben gibt, aber letztlich können wir kaum nachvollziehen, wie gut die Beschwerdemechanismen genutzt werden von Betroffenen. Und ganz klar ist, dass gerade der Zugang zu diesen Mechanismen oft sehr erschwert ist. Also wenn wir jetzt beispielsweise denken an indigene VertreterInnen, deren Rechte verletzt wurden in der Umgebung von einer Mine in Peru, dann wissen die oft gar nicht, dass sie sich an den Beschwerdemechanismus des deutschen Automobilherstellers theoretisch wenden könnten, weil dieser eben gar nicht so zugänglich ist in den tieferen Lieferkettenstufen. Und dann gibt es kulturelle Hürden, sprachliche Hürden, finanzielle Hürden und so weiter, die bisher nicht adäquat berücksichtigt werden.
Ja, wir haben die Studie Ende 2020 herausgegeben und sind zu dem Schluss gekommen, dass letztlich alle drei großen Autokonzerne von verantwortungsvollem Rohstoffbezug noch ziemlich weit entfernt sind, dass sie sich zwar verbessert haben, aber ja, letztlich eben noch sehr viel Nachbesserungsbedarf besteht. Das hat der Spiegel auch in einem Artikel nochmal aufgegriffen und den Autobauern Nachholbedarf attestiert. Hat auch die Autohersteller, die wir dort analysiert haben, um Stellung gebeten und die haben sich auch vermehrt dann nochmal für gesetzliche Regelungen auf deutscher und oder auch europäischer Ebene ausgesprochen und haben eben auch eingesehen, dass das freiwillige Engagement nicht alleine ausreicht und ein Lieferkettengesetz notwendig ist letztlich. Jetzt komme ich mal dazu, was das Lieferkettengesetz ganz konkret für einen Automobilhersteller und seine Lieferkette bedeuten könnte in der Zukunft. Das sind natürlich, jetzt können wir noch nicht hundertprozentig sagen, wie sich das alles auswirkt, aber ich habe das mal versucht runterzubrechen. Die Grafik habt ihr eben schon gesehen bei Johannes in der Präsentation. Ich gehe jetzt einfach mal die einzelnen Schritte durch. Also wenn wir uns beispielsweise vorstellen, ein Automobilunternehmen, das Kupfer aus Peru bezieht. Wie würde dieser Sorgfaltsprozess, menschenrechtliche Sorgfaltsprozess aussehen? Im ersten Schritt müsste das Autounternehmen eine Unternehmenspolitik zu Menschenrechten und letztlich auch zur Umwelt, zumindest zu den Umweltrisiken, die Johannes genannt hat, jetzt im Bereich Quecksilber, Schadstoffe, Abfälle, verabschieden und auch auf Management-Ebene Zuständigkeiten schaffen, dass Menschen mit Verantwortung auch die Menschen für Menschenrechte zuständig sind. Dann im zweiten Schritt müsste das Autounternehmen reingehen und für seine eigene Tätigkeit und Geschäftsbeziehungen dann die Risiken auf die Menschenrechte analysieren. Es ist allerdings nach dem Lieferkettengesetz nicht dazu verpflichtet, Betroffene und Zivilgesellschaft einzubeziehen in dieser Risikoanalyse, was allerdings sehr, sehr wichtig wäre, um auch die potenziell negativen Auswirkungen rechtzeitig festzustellen. Und was Johannes schon dargestellt hat, es muss nicht proaktiv für die gesamte Lieferkette die Risiken analysieren. Also letztlich muss es halt für die Zulieferer und die Zulieferer von den Zulieferern schauen, wo sind die Risiken und versuchen im nächsten Schritt diese zu minimieren. Aber es muss nicht schauen, wie sind die Risiken in der Bergbauregion in Peru jetzt in dem Fall. Und das ist insbesondere, wenn wir uns anschauen, in Peru gibt es einen großen Teil indigener Bevölkerung und letztlich nach internationalen Standards müssten diese vorher konsultiert werden, bevor ein Rohstoffabbaugebiet in ihrer Region, auf ihrem Land letztlich auch genehmigt wird vom Staat. Und wenn die Unternehmen aber vorher eigentlich gar nicht die Kenntnis von Risiken haben und dann beziehen sie auch die lokale Zivilgesellschaft oder in dem Fall die indigenen Gemeinschaften nicht rechtzeitig ein und können bestimmte Risiken nicht erkennen. Das heißt, das Gesetz hat hier nicht diese präventive Wirkung. Und ein Autounternehmen muss dann erst handeln, wenn es dann zum Beispiel von einem Minenarbeiter im Kongo oder jetzt in dem Fall in Peru eine Beschwerde gibt, dass die Arbeitsschutzstandards nicht genügen oder ähnliches. Erst dann muss es nochmal in die Lieferkette schauen, wo sind die Risiken auch beim Rohstoffabbau. Dann im dritten Schritt muss es Gegenmaßnahmen ergreifen, um die Menschenrechtsrisiken, wie es identifiziert hat, eben zu reduzieren und letztlich auch wieder gut zu machen, wobei gerade auch bei dem Aspekt Wiedergutmachung das Gesetz auch recht schwach ist und die Unternehmen da noch nicht so stark in die Pflicht nimmt. Hierbei ist es wichtig, dass das Unternehmen letztlich so viel auch zur Wiedergutmachung, Abhilfe und so beitragen soll, wie es auch den Schaden mit verursacht hat. Das heißt, wenn es jetzt in den eigenen Geschäftsbereich oder die eigene Tätigkeit betrifft, ist die Verantwortung, der Verursachungsbeitrag größer, als wenn das jetzt für den ersten Zulieferer bei ihm im Verantwortungsfeld lag. Der nächste Schritt ist dann, dass es darüber über die Risikoanalyse und die getroffenen Maßnahmen öffentlich, transparent berichtet. Und genau das ist ja der Knackpunkt, den wir im Performance-Check herausgestellt haben, dass eben ganz vieles öffentlich gar nicht so einsehbar ist und gerade für uns und auch Betroffene nicht genug Transparenz über die Maßnahmen und die Wirksamkeit der Maßnahmen bisher da ist.
Dieser Schritt, die Kommunikation mit externen AkteurInnen und auch diese Einholung von Feedback, wie wirksam sind die Maßnahmen, die wir als Autounternehmen treffen, der wird eigentlich vom Lieferkettengesetz gar nicht so richtig vorgeschrieben. Laut UN-Leitprinzipien wäre das aber sehr, sehr wichtig, dass man auch wirklich von ExpertInnen, von lokaler Zivilgesellschaft regelmäßig sich Feedback einholt und dann nachbessert die Maßnahmen. Und beim letzten Schritt, Beschwerdemechanismus, ist es eben wichtig, dass das Autounternehmen Beschwerdemechanismen einrichtet, die leicht zugänglich sind, dann eben auch für die peruanische Abbaugemeinschaft, dass die dort bekannt gemacht werden und daran scheitert es sehr oft oder dass sie eben auch für Vertrauen dort werben. Das Gesetz sieht aber auch vor, dass es nicht nur ein betriebseigener Mechanismus sein muss. Es kann auch sein, dass sich Unternehmen, Autounternehmen jetzt zusammenschließen und gemeinsam einen Beschwerdemechanismus einrichten für eine bestimmte Region. Und genau das passiert zum Beispiel gerade im Branchendialog. Ich bin in einem Dialogprozess mit größeren Automobilunternehmen, Zulieferern, Verbänden. Und genau dort entwickeln wir in einer Arbeitsgruppe ein Pilotprojekt, einen unternehmensübergreifenden Beschwerdemechanismus für das Land Mexiko. Und ja, das wäre dann eben auch eine Möglichkeit nach dem Lieferkettengesetz, dass sie gemeinsam versuchen, dort einen Mechanismus aufzustellen, der bekannter ist, zugänglicher, sicherer. Und da haben wir uns zumindest auf den Weg gemacht. Mal schauen, was dabei rauskommt. Jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, wie das neue Lieferkettengesetz im Rohstoffsektor wirken kann, was es dort liefert und was nicht. Johannes hat das ja schon aus allgemeinerer Sicht, aus Sicht der Initiative Lieferkettengesetz bewertet. Ich möchte das nochmal ein bisschen anschaulicher mit Beispielen auch aus Sicht der des Arbeitskreis Rohstoffe veranschaulichen. Wir haben Ende April am 21.04. eine Stellungnahme herausgegeben, die ihr hier sehen könnt, zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung, als es noch nicht verabschiedet war. Und da haben wir eben 6 Punkte nochmal kritisch beleuchtet. Ich möchte jetzt nicht auf alle eingehen aus Zeitgründen, aber ein paar doch nochmal mit Beispielen auch hier unterfüttern. Zuallererst, was Johannes schon gesagt hat, gibt es ja eine sogenannte abgestufte Sorgfaltspflicht, dass wirklich je tiefer wir in der Lieferkette gehen, eigentlich das Unternehmen nicht mehr im Vorhinein eine Risikoanalyse machen muss und keine umfassende Sorgfaltspflicht mehr hat. Das ist gerade im Rohstoffsektor problematisch, weil dort, wie ich zu Beginn gesagt hatte, die Lieferketten so weit verzweigt sind. Also es ist ja selten so, dass ein deutscher Autokonzern jetzt direkt die Rohstoffe von einem Bergbauunternehmen importiert, sondern oft schon die Vorprodukte importiert. Das heißt, wenn es nur für den ersten Zulieferer zuständig ist, kann es eigentlich nur auf Aurubis oder so ein deutsches Unternehmen Einfluss nehmen, was dann letztlich die Vorprodukte herstellt, aber nicht auf den Bergbaukonzern direkt. Und eine Partnerorganisation von Encota Dicir, die christliche Initiative Romero, die hat mit mexikanischen Organisationen einen Fall bearbeitet, wo tatsächlich der Rohstoffbezug von Aurubis und ThyssenKrupp nochmal kritisch beleuchtet wurde. Denn sie werfen diesen zwei deutschen Unternehmen auch vor, von dem Bergbaukonzern Grupo México aus Mexiko Erze importiert zu haben und somit zu schwerwiegenden Umweltkatastrophen mit auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen in Mexiko beigetragen zu haben. Und es ist eine private Datenbank, die das belegt hat. Und das Problem ist einfach, dass sie das ignorieren konnten, weil sie einfach sagen, nee, Grupo México ist nicht in unserer Lieferkette. Und es ist sehr schwer, ihnen das jetzt nachzuweisen. Aber hätten sie eben die Pflicht, für ihre gesamte Lieferkette Sorgfalt walten zu lassen, dann hätten sie diese Risiken schon im Vorhinein identifizieren können und möglicherweise auch die Gesundheitsschäden und die Umweltauswirkungen dort vermeiden können. Und genau deshalb ist das so wichtig, auch im Rohstoffsektor eine umfassende Sorgfaltspflicht für die gesamte Lieferkette bis zur Mine letztlich zu haben. Dann als zweiten Punkt möchte ich auch nochmal auf die Größe der Unternehmen zu sprechen kommen. Johannes hatte das schon gesagt, dass das Gesetz jetzt erstmal nur für Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitenden greifen wird. Und der Rohstoffsektor ist einfach auch eine Hochrisikobranche. Wir hatten das, glaube ich, zu Beginn einer der Vorlesungen. Es gibt eine Organisation, Global Witness, die jedes Jahr dokumentiert, wie viele MenschenrechtsverteidigerInnen
weltweit umgebracht werden, auch im Zusammenhang mit Unternehmensaktivitäten. Und 2019 waren das 212 und 50 davon alleine im Zusammenhang mit dem Rohstoffsektor. Das ist wirklich der gefährlichste Sektor für Sie. Und da hängt es auch nicht von der Größe des Unternehmens ab letztlich, wie groß die Risiken sind. Deshalb sagen wir, auch kleinere mittelständische Unternehmen müssten im Rohstoffsektor berücksichtigt sein von dem Gesetz und dann eben verhältnismäßig zu ihren Möglichkeiten und zu ihrer zu dem Potenzial, auf wie sie Einfluss nehmen können. Auf die zivilrechtliche Haftung möchte ich jetzt gar nicht mehr so in der Tiefe eingehen. Johannes hatte das schon erwähnt. Er hat zu Beginn auch auf Brumadinho, den Dammbruch in Brasilien, verwiesen, die Katastrophe. Und dort hätte natürlich eine zivilrechtliche Haftung auch nochmal den Zugang zur Entschädigung sehr erleichtern können. Ich versuche mich kurz zu halten. Dann noch zu den Umweltaspekten. Da ist es auch im Rohstoffsektor sehr, sehr wichtig eigentlich, dass es eine eigenständige umweltbezogene Sorgfaltspflicht gibt. Denn gerade im Rohstoffsektor sind Umweltschäden so oft verquickt mit Menschenrechtsverletzungen. Und um wirklich auch Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden und auch natürlich Umweltschäden, bräuchten wir einfach eine eigene Sorgfaltspflicht, dass nicht erst gehandelt wird, wenn letztlich schon Menschenrechte verletzt wurden, weil ganz oft im Rohstoffsektor Schäden kumulieren, also Schäden gehäuft auftreten und erst über einen langen Zeitraum sich dann auf das Recht auf Gesundheit oder andere Menschenrechte auswirken. Und gerade auch Biodiversität müsste einfach explizit auch vom Gesetz mit berücksichtigt werden, neben Quecksilber, Abfällen, Schadstoffen. Und der letzte Punkt, den ich noch machen wollte, Johannes hatte das auch schon erwähnt, mit den indigenen Rechten, das ist halt auch im Rohstoffsektor ein sehr, sehr großes Thema. Deutschland hat jetzt gerade vor, ich glaube, einem Monat oder anderthalb Monaten die ILO-Konvention 169 ratifiziert zu indigenen Rechten, die ihnen eben dieses Vetorecht einräumt, dass sie vor Bergbauprojekten einbezogen werden müssen und auch zustimmen müssen oder eben ein Veto einlegen können, wenn sie nicht einverstanden sind, dass die auf ihrem Land geschehen. Und da hätten wir uns eine viel stärkere Anbindung im Lieferkettengesetz gewünscht, dass tatsächlich dann auch Staaten wie Peru und so weiter dann auch die Unternehmen verpflichten können, auch diese Konsultationsmechanismen einzuhalten bei indigenen Rechten. Und das ist jetzt leider ist dann eine sehr, sehr große Chance vertan worden. Erstmal in Kürze. Wir können in der Diskussion auch nochmal tiefer in einzelne Beispiele vielleicht reingehen gleich. Hier habe ich nochmal ein bisschen aufgelistet, wo ihr vielleicht nochmal nachlesen könnt auf der Seite der Initiative Lieferkettengesetz bei Inkota. Da seht ihr, welche Kampagnen wir aktuell haben oder zukünftig dann auch mit dem europäischen Gesetz. Und da könnt ihr euch auch nochmal über die sozialen Medien natürlich einsetzen für ein Lieferkettengesetz auf EU-Ebene oder auch auf UN-Ebene. Und natürlich die Rohstoffwende. Und damit schließe ich und freue mich auf eure Fragen und die Diskussion. Ja, vielen Dank, Lara. Und Johannes ist auch wieder da. Das ist super. Vielleicht erstmal, wenn ihr Verständnisfragen zu Laras Vortrag habt, dann schnell her damit. Und sonst würde ich sagen, wir steigen in die Diskussion ein. Genau, es gab ja eine Frage zu Menschenrechtsverletzungen in Mexiko. Ich glaube, wenn Lara da was hat, können Sie es vielleicht einfach im Chat teilen. Jetzt würde ich vielleicht erstmal weitermachen. Wir hatten auch noch eine Frage auf dem Zettel zum UN Binding Treaty, den Johannes erwähnt hat. Vielleicht würde ich das auch noch kurz hinten anstellen, dann können wir vielleicht am Ende nochmal über europäisches Gesetz und diesen UN-Prozess kurz reden. Wir waren jetzt beim deutschen Gesetz und der Analyse davon. Und ja, da ist für mich so ein bisschen die Frage vielleicht als Einstieg an euch beiden. Johannes ist auch darauf eingegangen, dass Unternehmen sich da so sehr unterschiedlich positioniert haben. Also Unternehmen wie Kick oder Rittersport, die jetzt ja vielleicht nicht unbedingt für so super großen Menschenrechtseinsatz vorher bekannt waren, waren für ein Gesetz. Andere waren dagegen. Gibt's da, hast du da eine Erklärung für? Vielleicht erstmal an Johannes, warum das so unterschiedlich ist? Liegt das an der Branche oder dann doch an individuellen moralischen Vorstellungen oder der Unternehmensform? Kannst du dazu was sagen?
Ich glaube, beides, was du erwähnt hast, hat einen Einfluss. Dazu kommt auch die Geschichte, die Unternehmen haben, wo die so herkommen, welche Auseinandersetzungen sie vielleicht auch schon geführt haben. Also zum Beispiel Kick ist ja mittlerweile auch eines der Unternehmen, die für ein Lieferkettengesetz sind. Das hat viel damit zu tun, dass sie wegen dieses Verfahrens vor dem Landgericht Dortmund, was dann letztlich abgelehnt wurde, trotzdem 1,5 Jahre in der Öffentlichkeit unter Beschuss waren und sich da im Unternehmen viel durch geändert hat. Es hat auch mit den Branchen zu tun und damit, wie viel jetzt schon bestimmte Nachhaltigkeitsdebatten auch in Sektoren geführt wurden. Also die Schokoladenindustrie ist zum Beispiel eine, wo Unternehmen vergleichsweise outspoken sind für Regulierungen auch auf EU-Ebene. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass dieser Sektor besonders auch in der Öffentlichkeit gewesen ist für Probleme wie Kinderarbeit in den letzten 10 Jahren. Und natürlich hat es aber auch was damit zu tun, was es für eine Unternehmenskultur gibt und was für Leute in den Unternehmen sitzen. Ich würde schon sagen, Unternehmen haben da auch einen gewissen Handlungsspielraum, auch trotz der strukturellen Zwänge unseres Wirtschaftssystems. Und den sind sie unterschiedlich bereit zu nutzen. Möchtest du was aus deiner Erfahrung dazu sagen, Lara? Sonst hätte ich bei dir einen anderen Punkt, den ich spannend finde. Und zwar stehst du ja im direkten Kontakt dann mit UnternehmensvertreterInnen. Und mich würde interessieren, wie du so diese Art der Zusammenarbeit bewertest. Also sitzen die da mit einem echten Interesse und hören der Zivilgesellschaft zu? Und ja, sind da bereit, irgendwie stärkere Regulierungen auch einzuführen? Oder ja, ist es vielleicht doch ein Feigenblatt und bringt gar nicht so viel, und ja, die NGOs machen sich da irgendwie mit denen gemein, und eigentlich geht es denen eher um Marketing, jetzt mal ganz provokant gesprochen. Wie schätzt du das ein? Ja, danke für die interessante Frage. Also wir sind schon länger auf jeden Fall auch gerade mit Automobilherstellern im Dialog. Wir waren das halt längere Zeit sonst bilateral, jetzt gerade mit Fokus Kobaltbezug aus der Demokratischen Republik Kongo, im Austausch auch mit unserer Partnerorganisation CAF, wo ja auch schon ein Vertreter hier war. Aber eben seit letztem Jahr, seit Februar 2020, dann eben sind wir Teil des Branchendialogs Automobil geworden, was ja ganz anders angelegt ist. Das ist von der Politik gestartet worden, und ohne zivilgesellschaftliche Beteiligung würde dieses Format keinen Sinn ergeben. Die ist auch ausdrücklich gewünscht von den Autounternehmen. Und dann ist es auch so, wir haben da einen Mitgliederkreis und Arbeitsgruppen, und in jeder dieser Arbeitsgruppen gibt es auch zivilgesellschaftliche ThemenpartInnen, und wir können quasi nicht überstimmt werden. Wir entscheiden per Konsens. Das heißt, wir können natürlich auch Entscheidungen verhindern, wenn sie nicht in unserem Sinne sind, und versuchen immer wieder Einfluss zu nehmen und gerade jetzt bei diesem Beschwerdemechanismus die Konzepte ambitionierter zu machen. Und dabei ist es für uns als Zivilgesellschaft total wichtig, die lokale Zivilgesellschaft einzubinden. Also ich habe ja gesagt, Pilotland Mexiko bei dem Beschwerdemechanismus, und dass wir dort die mexikanischen NGOs und zukünftig hoffentlich auch nochmal mehr Betroffene einbeziehen in den Prozess. Und diese Stimmen werden schon ernst genommen. Da ist es dann oft so, dass vor einer AG-Sitzung tatsächlich auch NGO-VertreterInnen aus Mexiko vorgeschaltet werden am Abend und auch Stellung nehmen können. Aber letztlich sind wir da ganz am Anfang, also eine echte Einbeziehung. Da müssten wir noch viel mehr Akteure involvieren. Der Dialog ist ja noch recht jung auch. Und ich glaube, so evaluieren, wie viel das bringt, das ist jetzt gerade sehr schwer. Wir sind da mitten im Prozess, sind noch in so einer Konzeptionsphase. Das heißt, wir können noch nicht bewerten, wie viel bei diesem Beschwerdemechanismus rumkommt. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen Pioniercharakter, dass ein Multi-Stakeholder-Dialog oder jetzt der Branchendialog da so einen unternehmensübergreifenden Beschwerdemechanismus evaluiert. Aber klar ist, das hat auf jeden Fall auch Grenzen. Und wir können nicht nur über so ein Dialogformat unsere Ziele umsetzen. Wir machen weiterhin unsere Kampagnen. Gerade jetzt die Studie Performance Check Automobilindustrie hat auch nochmal gewissen Druck ausgelöst. Es ist immer wichtig, da auch Öffentlichkeit und politischen Druck trotzdem zu erzeugen, bilateral im Gespräch zu bleiben. Aber ich glaube, die Messlatte wird durch unsere Beteiligung auf jeden Fall höher. Und wir müssen natürlich aufpassen, wenn das dann tatsächlich am Ende zu schwach aussieht, dann können wir sowas auch nicht mittragen. Also da müssen wir den Prozess immer kritisch begleiten und können dann auch aussteigen, wenn wir das Gefühl haben, nee, da erreichen wir nicht genug. Ja, danke dir, weil es dazu passt. Dustin hat die Kamera schon angemacht und möchte eine Frage zum Beschwerdemechanismus stellen. Ja, vielleicht würde ich dich bitten, nur eine zu stellen, oder wenn sie gut zusammenpassen, dass Nara vielleicht ein bisschen knapper antwortet, weil wir jetzt doch nur noch 12 Minuten
haben und bestimmt noch weitere Fragen gibt. Aber du kannst dich gerne lautschalten jetzt. Super, vielen Dank. Also vielen Dank für die tollen Vorträge, die waren beide hochinteressant. Und meine Frage zu den Beschwerdemechanismen wäre, an welchen Kriterien ihr euch sozusagen in diesem Dialog orientiert und ob da bei euch auch sozusagen die Forschung, also Kriterien im Hinblick auf die Gestaltung dieser Beschwerdemechanismen und ob dabei sozusagen auch die Forschung und Erfahrung von den Beschwerdemechanismen aus den multilateralen Entwicklungsbanken eine Rolle spielen. Weil ich beispielsweise zu dem Thema Promovierung bei der Weltbank beispielsweise gibt es so einen Mechanismus für Banken ja seit 1994. Genau, spielen diese Beschwerdemechanismen bei euch in der Gestaltung auch eine Rolle in diesem Prozess? Das würde mich interessieren. Vielen Dank. Ja, jetzt höre ich hier gerade irgendwie sehr laut im Hintergrund, ihr auch? Ist nur bei mir so? Können sonst die Leute, die nicht reden, ihren Ton ausmachen, bitte? Danke. Ja, sehr spannend, dass du dazu auch promovierst und dich mit der Frage beschäftigst. Tatsächlich orientieren wir uns auch an existierenden Beschwerdemechanismen. Die sind natürlich auf anderen Ebenen dann irgendwie auch aktiv. Deshalb muss man immer schauen, was können wir von denen übernehmen. Aber tatsächlich vergleichen wir schon, was es gibt und was können wir für die Automobilindustrie und das Pilotland Mexiko davon übernehmen, versuchen aber auch an einigen Stellen darüber hinaus zu gehen. Und tatsächlich zum Beispiel ist bei uns klar, der Beschwerdemechanismus wird die gesamte Lieferkette adressieren und nicht nur jetzt irgendwie für die unmittelbaren Zulieferer relevant sein. Da haben wir ganz klare Kriterien. In erster Linie, die eine Folie hatte ich jetzt nicht gezeigt, die könnte ich jetzt noch einblenden, aber ich glaube, Zeit ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so, ist jetzt nicht so viel Zeit. Da orientieren wir uns an den Effektivitätskriterien der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, dass Beschwerdemechanismen legitim sein müssen, also das Vertrauen von den NutzerInnen genießen müssen, zugänglich. Da hatte ich von den sprachlichen, kulturellen Barrieren und der Unbekanntheit gesprochen, dass sie berechenbar sein müssen, rechtekompatibel, ausgewogen und da gibt es starke Informationsasymmetrien. Aber darüber hinaus entwickeln wir auch eigene Indikatoren zur Messung der Wirksamkeit und das natürlich auch jetzt in Abstimmung eben mit der lokalen Zivilgesellschaft und potenziell Betroffenen. Genau, ja, wir können uns auch natürlich nochmal nachher, wenn da jetzt irgendwie noch konkreteres interessant wäre, nochmal darüber sprechen. Gleichzeitig sind wir halt auch im laufenden Prozess, deshalb ist es so ein bisschen schwierig, wenn wir quasi ein Konzept haben und das soweit ist, dass das steht, dann ist es auch leichter, da ein bisschen drüber zu sprechen, weil gerade bei uns alles halt sich auch noch verändern kann tatsächlich. Ja, du lädst deine Folien ja auch hoch, dann können sich alle das nochmal angucken en Detail. Vielleicht, weil es nochmal eine bisschen grundsätzlichere Frage ist, von Benno, die er im Chat gestellt hat, vielleicht jetzt erstmal an Johannes. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen. Benno fragt ja, gibt es Bestrebungen, quasi das in den Abbauländern bei Rohstoffen oder wo auch immer die Menschenrechtsverletzung dann passiert, dass dort direkt vor Gericht zu bringen? Also brauchst du die deutschen Gerichte, also diesen Umweg? Johannes, vielleicht du zuerst. Ja, ich würde sagen, dass dieser Umweg schon wichtig ist, weil die Erfahrung ja zeigt, dass die Governance und auch die Gerichtsbarkeit in Ländern des globalen Südens häufig schwächer ist. Und das auch nicht ohne Grund, sondern da gibt es ja irgendwie Jahrhunderte von Kolonialismus und globaler Ausbeutung, die auch dazu beigetragen haben, dass das so ist. Und das ist, glaube ich, das eine, was ich dazu sagen würde. Und das andere, was ich dazu sagen würde, ist, es geht ja darum, dass Unternehmen ihren Sorgfaltspflichten nachkommen müssen. Und die Unternehmen, die treffen ihre Entscheidungen in der Regel hier. Die haben hier ihren Sitz, ihr Hauptquartier. Dementsprechend ist hier aus meiner Sicht auch der richtige Ort, um in Ergänzung zu einer nationalen Gerichtsbarkeit in den Abbauländern, die natürlich auch gestärkt werden muss, da stimme ich total zu, trotzdem dann ein zusätzliches Instrument zu schaffen, um auch hierzulande Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen Zugang zu Gerechtigkeit zu geben. Das wäre, glaube ich, meine Antwort darauf. Alles klar. Im Chat werden fleißig Links geteilt zum Nachrecherchieren. Es gab noch eine bisschen spezifische Frage zu den Uiguren und den Menschenrechtsverletzungen dort in China. Ich weiß nicht,
Ich glaube, niemand von uns drei ist jetzt ein Fachmann für China oder eine Fachfrau. Trotzdem hat die Diskussion aber ja eine große Rolle gespielt, so in den letzten Wochen bei der Verabschiedung des Lieferkettengesetzes. Könntest du vielleicht dazu was sagen, Johannes? Also, ich kann dazu was sagen, weil das tatsächlich sehr stark in der Debatte war und auch dann die Frage war, okay, müssen sich dann Unternehmen jetzt aus Xinjiang zurückziehen mit dem Lieferkettengesetz? Und was können Unternehmen eigentlich machen in einem Kontext, in dem ja es zum Beispiel auch nationale Gesetzgebung gibt, wie in China die Gewerkschaftsfreiheit entgegensteht? Und können die Unternehmen dann überhaupt was machen? Und ich würde sagen, also natürlich haben Unternehmen nur begrenzte Möglichkeiten in einem Kontext, wo nationale Gesetze also in einem eindeutigen Widerspruch stehen, zu Menschenrechten, zu den UN-Leitprinzipien etc. Und trotzdem haben sie auch da einen Spielraum. Also es gibt ja auch, wenn es keine Gewerkschaftsfreiheit gibt, Möglichkeiten, Arbeitsbedingungen in Produktionsstätten so zu gestalten, dass Betroffene da auch ein Wörtchen mitreden können, auch wenn es offiziell keine Gewerkschaften geben darf. Das ist zumindest das, was mal der CEO von Shiftphone dazu gesagt hat bei einer Veranstaltung, wo ich da mit ihm drüber diskutiert habe. Das ist so ein Hersteller, der versucht, faire Handys herzustellen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, Unternehmen haben auch in so einem Kontext eine Verantwortung und müssen eben gucken, was ihre Spielräume sind, um darauf hinzuwirken, dass es bestimmte Menschenrechtsverletzungen nicht gibt. Und also genau, massenhafte Zwangsarbeit etc., wie das in China diskutiert wird, da würde ich sagen, hätten Unternehmen dann eigentlich auch vor einem Lieferkettengesetz schon mal darüber nachdenken müssen, ob das tatsächlich ein guter Standort ist, um produzieren zu lassen. Also das ist nicht neu, dass dieses Lieferkettengesetz diese Fragen aufs Tableau bringt. Oder wenn Unternehmen sich jetzt erst damit auseinandersetzen, dann haben wir ein sehr grundsätzliches Problem. Alles klar, danke. Es gab vorhin noch eine Frage, wie ihr es so einschätzt, die Chancen, dass zum Beispiel eine umweltbezogene Sorgfaltspflicht noch in das Gesetz aufgenommen werden kann oder ob es dafür ein neues Gesetz braucht. Vielleicht könnt ihr auch allgemein dazu was sagen, wie vielleicht fängt auch Johannes kurz an und Lara ergänzt dann irgendwie aus Rohstoffsicht. Wie schätzt ihr es ein? Kann dieses Gesetz noch verbessern werden in seiner Ausführung oder hoffen wir jetzt alle auf das europäische Gesetz oder sogar den UN-Prozess? Dazu gab es ja auch eine Frage. Vielleicht könntet ihr so ein bisschen in den letzten Minuten so einen Ausblick geben, wie es jetzt weitergeht. Ja, ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Potenzial, das Gesetz in den nächsten Jahren zu verbessern. Also wenn man mal realistisch ist, dann wird es eine Weile dauern, weil das politische Window of Opportunity, wie man sagt, das ist jetzt erstmal durch. Es wurde jetzt gerade frisch ein Gesetz gemacht. Und natürlich wird man sich da jetzt auch ein paar Jahre erstmal angucken, wie das denn wirkt oder auch nicht. Gleichzeitig ist es so, dass im Gesetz selbst ja sogar an verschiedenen Stellen auch Klauseln drinstehen, dass es eine Evaluation geben soll. Und ein Beispiel sind die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten. Da soll 2024 überprüft werden, ob eine eigenständige umweltbezogene Sorgfaltspflicht aufgenommen wird. Genauso soll das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz später im Lichte einer möglichen EU-Regelung dann auch nochmal überprüft werden. Und dementsprechend würde ich sagen, gibt es da viel Potenzial in den nächsten Jahren für Verbesserungen. Das ist aus unserer Sicht als Zivilgesellschaft auch nötig. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch so als dynamischen und längerfristigen Prozess zu denken. Wir haben jetzt vielleicht in dieser Auseinandersetzung nicht alles erreicht, was wir wollten, aber es ist ein Einstieg. Eine Kollegin von mir hatte gestern gesagt, ne, das ist so ein bisschen wie mit dem Mindestlohn. Das Gesetz ist jetzt da, das kann man jetzt auch nicht einfach wieder sozusagen zurücknehmen, weil das politisch nicht vermittelbar wäre. Und es wird darum gehen, das im Laufe der Jahre auch Stück für Stück zu verbessern. Und also meine Hoffnung wäre, dass wir in 10 Jahren an einem ganz anderen Punkt stehen, was die gesetzliche Verankerung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten angeht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU und global. Und dass wir dann kopfschüttelnd daran zurückdenken, dass wir vor 10 Jahren noch Leuten erklären mussten, dass Unternehmen ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten einhalten müssen und dass das einfach noch nicht Common Sense war. Ja, Lara, möchtest du ergänzen dazu? Ja, gerne. Ich denke auch gerade bei umweltbezogenen Sorgfaltspflichten tun auch viele Unternehmen, jetzt gerade auch Automobilhersteller, schon einiges. Und deshalb
das eine natürlich, dass das Gesetz dann hoffentlich nachgebessert wird und das verpflichtend reguliert wird. Und gleichzeitig hoffen wir auch sehr, dass die ihr Engagement jetzt in dem Bereich nicht einstellen. Die wissen, dass sie auch Klimaschutz und Umweltschutz eine große Verantwortung haben. Und ja, das EU-Gesetz, zumindest der Vorschlag vom Europäischen Parlament, ging in der Hinsicht halt auch weiter und sollte eben neben Menschenrechtsaspekten auch Umweltrisiken und auch Korruption mit abdecken. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Vorschlag, der dann von der EU-Kommission kommen wird im Herbst, das berücksichtigt und nicht nur im Bereich der umweltbezogenen Sorgfaltspflicht auch ein risikobasierterer Ansatz, dass man wirklich schaut, wo sind die großen Risiken, egal wie tief in der Lieferkette, müssen sie von vornherein berücksichtigt werden und angegangen werden. Das ist so bisher vorgesehen gewesen und hoffen wir sehr, dass das durchkommt. Also ich bin da noch optimistisch und ich glaube, da müssen wir sehr dranbleiben und dann wirkt sich das hoffentlich auch dann in ein paar Jahren auf deutscher Ebene nochmal positiver aus. Ja, danke dir. Wir sind jetzt von der Zeit her schon fast am Ende. Ich fand, das war eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort. Wir müssen dranbleiben. Ich denke, das kann man so gut zusammenfassen, denn auch auf EU-Ebene wird es wahrscheinlich wieder Lobbyanstrengungen geben, das Gesetz zu verwässern. Ich glaube, das ist was ich schätze. Ich wollte euch eigentlich noch die Frage stellen, oder auch Johannes vor allem, was er jetzt gelernt hat in dieser intensiven Zeit in der Initiative Lieferkettengesetz über Unternehmen und Lobbying. Was ich mitbekommen habe von außen, ist auf jeden Fall, dass es sehr mächtige Akteure gibt, die versuchen, ihre Interessen durchzusetzen und dabei sehr, sehr laut sein können, auch wenn sie vielleicht nicht mal in der Mehrheit sind. Und ja, ich denke, das wird für die EU-Ebene genauso gelten. Auch in Brüssel gibt es viele Einflussmöglichkeiten für Unternehmen, vielleicht sogar noch mehr. Und deshalb braucht es dann natürlich eine wache Zivilgesellschaft. Ja, das vielleicht als abschließende Bemerkung von mir. Noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Sitzung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Es geht jetzt ohne Pause weiter. Da haben wir drei super spannende Gäste aus den Philippinen, aus Uganda und aus Kolumbien und unterhalten uns mit denen über Konzepte, Alternativen für eine Rohstoffwende aus ihren Ländern. Da kann ich euch nur herzlich zu einladen und macht auch gerne nochmal Werbung dafür. Ich glaube, das wird super interessant. Und ja, jetzt bleibt mir noch mal Johannes und Lara zu danken. Ich fand super, dass ihr da wart und wir hatten eine gute Diskussion und danke auf jeden Fall auch für eure Fragen.